zückt die Ferngläser und macht die Räuberleiter. Lange haben wir gewartet, jetzt ist sie endlich hier. Die definitive Uncharted-Erfahrung auf PS5. Die Uncharted Legacy of Thieves Collection bietet euch ab sofort Uncharted 4 A Thief's End und Uncharted The Lost Legacy in voller PS5-Pracht. Warum sich das für komplette Neueinsteiger und für alte Veteranen mit Doppelplatin lohnt, das verraten wir euch jetzt. Außerdem gibt's alle Infos, wie das Upgrade der PS4-Version funktioniert, den Insider-Tipp, wie ihr dank der Collection noch ein Kinoticket sichern könnt und was zu gewinnen haben wir auch. You ready for this? Hell yeah. Uncharted 4 A Thief's End war für uns eines der PlayStation 4 Games überhaupt. Naughty Dog haben mit dem krönenden Abschluss der Nathan Drake Saga nicht nur ein emotionales und actiongeladenes Action-Adventure erzählt, sie haben auch bewiesen, wie sehr sie sich und Story Games in den letzten Jahren weiterentwickelt haben. Die Legacy of Thieves Collection funktioniert aber auch ganz ohne, dass ihr die bisherigen Abenteuer von Nate, Sam, Chloe, Nadine und Co. komplett auswendig kennt. Sam, where do I start? Start with the best part. Besonders Uncharted 4 ist nämlich ziemlich gut darin, die ganze Crew und die bisherigen Abenteuer nochmal für euch zusammenzufassen. Das Spiel ist und bleibt einfach ein wunderbar liebevolles Museum für die ganze Reihe. Es lohnt sich deshalb auch, das alles nochmal neu und ganz in Ruhe zu entdecken. Bei unserem ersten Playthrough auf PS4 damals haben wir den hier zum Beispiel in Nathans Zimmer ganz am Anfang im Waisenheim voll verpasst. Oder auch Nathans eigene Akte in einem Nebenzimmer. Und seid doch mal ganz ehrlich, in der Zwischenzeit haben wir die Lösungen für die meisten Rätsel und die Verstecke der meisten Schätze vergessen. Nope. Bad dates. Das ist doch fast wie ein neues erstes Mal. Egal, ob zum ersten oder zehnten Mal. Wir sammeln gerne wieder antike Artefakte, neue PS5-Trophäen und stellen dabei fest, Drake und Naughty Dog haben's immer noch drauf. Da können wir nur sagen, good to have you back, Drake. Schon auf PlayStation 4 waren die letzten beiden Uncharted Games technisch eine Wucht. Allerfeinste Naughty Dog-Qualität eben. Auf PlayStation 5 könnt ihr euch jetzt davon überzeugen, was sich da sonst noch so getan hat, seit Nate 2016 in den Ruhestand gegangen ist. Das erste, was uns da aufgefallen ist, dieser Moment, der 2022 einfach nochmal komplett anders hittet als damals. Is this it? No, it has to load. Load? Yes. This is taking a really long time. You have no patience. Auf PlayStation 5 gibt es dank der ultraschnellen SSD nämlich quasi keine Ladezeiten mehr. Beweis bekommt ihr. Das heißt, wer mal für kleine Schatzjäger muss, sollte schneller sein als ein Formel 1 Boxenstopp. Ja, okay, oder ihr flüchtet euch halt mal eben ins Pausemenü. Aber im Ernst, das ist natürlich nur der Anfang. Auch optisch hat sich nämlich einiges getan. Wie von vielen anderen PS5-Hits gewohnt, habt ihr auch in der Uncharted Legacy of Thieves Collection wieder die Wahl zwischen verschiedenen Bildmodi. Schärfe ist alles für euch? Dann zaubert mit der Priorität Qualität die wunderschönen Panoramen von Schottland, Madagaskar, Libertalia und Co. in nativen 4K mit einer Zielbildrate von 30 Bildern pro Sekunde auf euren Bildschirm. Beim Performance-Modus wird eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde angestrebt. Wenn es euch vor allem nur um butterweiches Gameplay geht, dann gebt dem Leistungs-Plus-Modus eine Chance. Der peilt nämlich unglaubliche 120 Bilder pro Sekunde an. Dabei bleibt ihr dann aber bei einer Auflösung von 1080p. Wichtig ist natürlich, dass euer Display eine Bildwiederholrate von 120 Hertz auch unterstützt. Fehlt natürlich noch das Gefühl. Dank PS5 Power und DualSense Wireless Controller seid ihr nicht nur schnell im schickeren Geschehen, das Ganze macht auch spürbar einen Unterschied zu allem, was ihr von den PS4 Games noch in Erinnerung oder im Muskelgedächtnis habt. Seil schwingen, mit dem Jeep durch den Matsch brettern, eure Kanonen abfeuern oder den Fieslingen die Faust aufs Auge geben, so gut hat sich Uncharted noch nie angefühlt. Ach ja, 3D Audio gibt es natürlich auch noch. Ehrensache. Not gonna lie. This is pretty awesome. Und bevor jetzt irgendjemand meckert, wenn Nathan Drake und Chloe Fraser schon zu Gast auf eurer PlayStation-Platte sein sollten, dann müsst ihr nicht erst einen Piratenschatz heben, um euch das Upgrade zu leisten. Wer Uncharted 4 A Thief's End, Uncharted The Lost Legacy oder das digitale Bundle mit beiden Spielen bereits besitzt, kann für nur 10 Euro auf die Uncharted Legacy of Thieves Collection upgraden und die legendären Abenteuer auf PS5 in voller Pracht nochmal genießen. Vergesst dafür aber bloß den virtuellen Fotoapparat nicht. Wer die Spiele auf Disc besitzt, muss die natürlich auch einlegen, um das Upgrade durchzuführen. Und noch ein kleiner Hinweis, wer eine PS5 Digital Edition besitzt und die Spiele nur auf Disc vorliegen hat,
kann leider nicht auf die Legacy of Thieves Collection upgraden. Auch die PlayStation Plus Version von Uncharted 4 ist vom Upgrade-Programm ausgenommen. Eine Info noch, die Multiplayer-Modi der beiden Spiele sind nicht Teil der Collection. Nur damit ihr Bescheid wisst. Blockbuster taugen euch nicht nur am heimischen Bildschirm was, auch für Kinofans hat die Uncharted Legacy of Thieves Collection noch ein kleines Real-Life-Level abzubieten. Ihr bekommt nämlich noch ein ziemlich praktisches Angebot, an ein Ticket für einen der PlayStation-Blockbuster, die wir uns schon ziemlich lange gewünscht haben, ranzukommen. Wenn ihr die Collection im PlayStation Store kauft oder upgradet, erhaltet ihr nämlich einen Gutschein für den Uncharted-Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg. Die Aktion läuft noch bis zum 4. Februar und gilt ab 13 Jahren und nur in Kinos in Deutschland. Der Geschenkcode wird nach diesem Enddatum per E-Mail an die Mailadresse gesendet, die in eurem PSN-Konto angegeben ist. Die vollständigen Bedingungen verlinken wir euch nochmal unter diesem Video. But it's just a story. I beg to differ. Auch wir sind natürlich eure Friends with Benefits. Nee, immer noch nicht das, was ihr denkt. Bester Beweis, unser Gewinnspiel. Um einen Code für die Uncharted Legacy of Thieves Collection zu gewinnen, müsst ihr uns hier bloß einen Kommentar schreiben. In dem erzählt ihr uns von eurem persönlichen Uncharted-Highlight-Moment. Dann noch eine gültige Mail-Adresse in eurer Kanalinfo hinterlegen und ihr seid im Lostopf. Also Insider, egal ob Langzeitlover oder frisch Verliebte, die Uncharted Legacy of Thieves Collection lohnt sich. Zwei der besten Singleplayer-Story-Games der PS4-Ära jetzt mit voller PS5-Power. Da ist wirklich für alle was drin. Ja, fehlen hier eigentlich nur noch Abo und... Ja, genau, Chloe. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Es sei denn, ihr habt noch was anderes vor. Get home and crash.